Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu der aktuellen Ausstellung Wozu Bilder? Mit Werken von Moritz Götze. Welche einen spannenden Einblick in den leuchtend, lebhaften Farb- und Motivkosmos dieses umtriebigen Künstlers eröffnet. Wir nehmen Sie mit in die Bildwelten des Künstlers und freuen uns, dass wir Ihnen auch einen exklusiven Einblick in das Atelier von Moritz Götze geben können. Ja, ich bin Moritz Götze und an sich bin ich Künstler, aber mache auch viele andere Sachen noch. 1964, als Kind einer Künstlerfamilie in Halle geboren, absolvierte Moritz Götze von 1981 bis 1984 eine Ausbildung zum Möbeltischler, obgleich er als Kind davon träumte, Museumsdirektor zu werden. Meine Oma hat immer auf mich aufgepasst und die hat im Krankenhaus in der Essensausgabe gearbeitet und da habe ich natürlich gestört und hat die mich dann immer rausgeschickt auf die Straße, wie das damals so war. Und ich bin dann durch die Stadt geschreunt und war dann dort so auch des Öfteren in dem Stadtmuseum in Pirna und das hat mich sozusagen begeistert, so, da ich mich für Geschichte schon als Kind interessiert habe. Und dann bin ich so in meinem grenzenlosen Selbstbewusstsein, habe ich da einfach an die Direktorentür geklopft und dann kam da eine Sekretärin raus und die hat gefragt, was ich will. Und ich habe gesagt, ich will wissen, wie man Museumsdirektor wird. Und dann hat die mich zum Museumsdirektor vorgelassen. Und der war sehr freundlich und hat mir so ein paar Sachen da noch in seinem Büro gezeigt. Und hat mir einen Stapel alte, gebundene Zeitungen und Bücher so aus den 20er Jahren, irgendwelche Illustrierten auf den Tisch gepackt, dass ich mir die angucken soll. Und dann ist er wieder in sein Büro gegangen, war mich los und ich war beschäftigt und habe mir die alten Zeitungen angeguckt. Und so war dann im Prinzip bei mir das klar, dass ich Museumsdirektor werden will. Moritz Götze war schon als Jugendlicher an grafischen Drucktechniken interessiert und besuchte während der Schulferien häufiger die Dresdner Druckwerkstatt von Helge Leiberg. Man hatte ja viele Ferien und ich war frei und ich bin dann sozusagen durch die Gegend gestreunt, dann allen möglichen Leuten wahrscheinlich auf den Keks gegangen. Und da war ich dann auch oft bei Helge Leiberg in der Pillnitzer Landstraße im Atelier und habe zugeguckt, so wie er auch Radierungen macht. Und das hat mir natürlich total gefallen, so mit Abdecklack und Säure ätzen und dann wieder rausholen und nochmal einpudern und wieder brennen. Und also das Drucktechnische hat mir sehr gefallen. Da habe ich dann auch angefangen mit Drucktechniken. Also erstmal so einen Kunststoffradierung machen und Linolschnitt. Und auch aus dem Umfeld heraus, wo ich dann in Berlin war, so wo das dann so mit 16, 17 in Berlin losging, dass man so alle 14 Tage so ein Wochenende in Berlin verbracht hat, hatte ich das Glück, dass ich bei Ecke Maas damals untergekommen bin, was so im Zentrum des kulturellen Undergrounds in Berlin war. Also wo Sascha Andersen, Cornelia Schleime, Ralf Kerbach, Scheffler, die haben alle bei Ecke Maas und Wilfriede Maas in der Wohnung gewohnt. Und da bin ich dann eben auch so mal alle 14 Tage aufgeschlagen und das war natürlich total aufregend für mich, so als junger Mensch mit denen ihren Buchproduktionen und Grafikproduktionen. Und dann haben die auch noch Musik gemacht. Und dann haben die eine Musik gemacht. Ich hatte in Halle auch zwischendurch schon eine Band gegründet, aber dann haben wir so Neil Young und sowas gespielt. Und da bin ich das erste Mal mit Zwitschermaschinen, also mit Punkmusik und mit den Berliner Punks und habe das erste Mal deutsch-amerikanische Freundschaft gehört. Und das hat dann bei mir auch so einen musikalischen Schalter umgelegt. Und im Prinzip hat mich das so beeinflusst, dass ich dann Musik gemacht habe. Man hat dann natürlich dann dazu die Plakate gemacht und dann auch Grafiken gedruckt. Und dann hat mich ja auch eben diese Bücherproduktion, die Sascha Andersen da gemacht hat, hat mich ja auch sehr beeinflusst. Und das fand ich großartig. Und da ich auch eine Liebe zu Büchern hatte, habe ich dann auch angefangen, Bücher zu machen und Grafikmappen mit Freunden. Also im Prinzip, so ich war ja 10 Jahre, 12 Jahre jünger, so versetzt, habe ich sozusagen das nachgemacht und fand das total toll. Und im Prinzip hatte ich da aber immer noch nicht vor, Künstler zu werden. Und da mir das Drucken auch Spaß gemacht hat und meine Mutter hat ja noch in Burg Giebichenstein Kunst unterrichtet und die hat sich mit Siebdruck befasst und war
auch in Dresden, bei Eckland Götze, Ecki Götze, auch in der Pillnitzer Landstraße, hatte er seine Siebdruckwerkstatt und hat da Siebdruck gelernt. Und da mir das mit der Druckpresse und das war mir alles zu mühsam, und Siebdruck schien mir relativ ökonomisch mit der Zeit und dass man eben so viele Farben drucken konnte. Und da bin ich dann auch bei Ecki Götze, dann sozusagen habe ich da meine Siebdrucklehre gemacht und habe da auch nächtlich an der Bushaltestelle, an der Straßenbahnhaltestelle mit Smü gequatscht, das erste Mal, den ich dann, glaube ich, nur noch ein- oder zweimal in meinem Leben gesehen habe, aber weil der hat auch bei Eckland Götze seine Siebdruck gedruckt und die fand ich total toll. Und insofern gibt es, sagen wir mal, eine sehr starke Affinität nach Dresden und zu den Künstlern. Ja, und dann habe ich in Halle im Prinzip mir auch eine Siebdruckwerkstatt aufgebaut. Eckland Götze ist ja dann ausgereist. Da habe ich mir dann sogar noch Sachen gekauft, die er nicht mitnehmen konnte, so technische Sachen. Und habe im Prinzip dasselbe gemacht wie er, dass ich meine Sachen gedruckt habe, aber ich habe eben auch für andere Künstler viel gedruckt. Und so hat sich das dann so langsam verselbstständigt. 1987 fanden dann die ersten Soloausstellungen des Künstlers in Halle und Berlin statt. Es folgten Lehraufträge an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle und eine Gastprofessur an der École des Beaux-Arts in Paris. In den Jahren 1994 und 1995 ergab sich für Moritz Götze der erste große Kunst am Bauauftrag im Lichthof des Messehauses Speckshof in Leipzig. In diesem Zusammenhang kam er auch mit dem besonderen Material der Emaille in Berührung. Naja, die Leidenschaft ist auch von sehr früh kindlich angelegt gewesen, weil mein Vater hat in den 60er Jahren schon angefangen, Emaille-Schilder zu sammeln. Und mein Vater ist ja auch neben Willi Wolf der zweite Vertreter der Pop-Art, oder mit Ticha, das sind im Prinzip ja die drei Pop-Art-Künstler der DDR. Und da er, sagen wir mal, so aus dem Pop-Art kommt, hat er natürlich auch eine Affinität zu Werbung. Und die war ja großartig früher, diese Email-Schilder-Werbung. Und da hing bei uns die ganze Wohnung voll. Und das Email-Reklameschilder hatten in den 70er Jahren auch wirklich so noch die Aura des ganz Wertvollen und Kostbaren und Besonderen. Und das hat sich sozusagen auf mich übertragen, dass so Email-Schilder einfach was Wertvolles waren. Wobei ich nie drüber nachgedacht habe, dann späterhin sowas selber nachzumachen. Aber ich hatte so meinen ersten richtig riesengroßen Kunst am Bauauftrag. Das war 1993 in Leipzig, Speckshof. Da habe ich so einen großen zentralen Lichthof mit Keramik gestaltet. Und den Nachbarhof sollte Johannes Krutzke mit Email-Medaillons machen. Und da ich nun so mit Abstand der Jüngste war, haben mich die Architekten gebeten, ob ich nicht Krutzke mal abholen könnte. Der arbeitet gerade in Penig in einer Emaillefabrik und Krutzke hatte irgendwie kein Auto oder konnte nicht fahren. Zumindest habe ich gesagt, okay, mache ich das, und bin dann nach Penig gefahren, um Krutzke abzuholen. Und da hat er eben an seinen großen Emaillemedaillons, die da so an dem ersten Hof hängen, gearbeitet. Und da habe ich gesehen, dass man das einfach auch selber machen kann. Und das fand ich ganz großartig. Und da das ein sehr freundlicher Betrieb war, habe ich gleich den Geschäftsführer gefragt, ob ich auch mal sowas machen darf. Und er hat gesagt, naja, klar, kommen Sie. Und dann bin ich dann so mit meinem Freund Rüdiger Giebler zusammen, ein halbes Jahr später oder sowas, sind wir dann auch nach Penig gefahren und haben dann da angefangen zu arbeiten. Und das ist dann so eine Technik geworden, die ich großartig finde. Seit einer Ausstellung in Magdeburg im Jahr 2004, welche den Titel Bildersaal deutscher Geschichte trug, wird Moritz Götze immer häufiger zu themenbezogenen Ausstellungsprojekten eingeladen. Im Prinzip gibt es so die Möglichkeit, dass ich eingeladen werde für eine thematische Ausstellung, eben wie in Schloss Branitz bei Cottbus, wo das zu Pückler ging, und ich
und damals noch meine Frau zusammen, wir beide eben uns mit dem Thema Pückler befasst haben. Und dann da zu recherchieren und da dann Bildfindung oder Installationen, so uns da sozusagen was einfallen lassen. Und dieses viele mit Geschichte befassen, hatte dann so seinen ersten Höhepunkt in den Anfang der Nullerjahre, dass ich eine Ausstellung hatte, die hieß Deutscher Pop. Und die war im Kunstverein Friedrichshafen. Und da habe ich das erste Mal im Prinzip so richtig in der Kunstgeschichte also die Kunstgeschichte als Steinbruch benutzt, und das hat relativ viel Aufmerksamkeit nach sich gezogen, und daraufhin habe ich dann mit dem Magdeburger Museum eine Idee entwickelt, die wollten gerne eine große Ausstellung machen, die auch was mit Geschichte zu tun haben sollte, und da war dann die Idee nach einem Buch, was mich als Kind auch sehr beeinflusst hat, die Ausstellung zu machen. Das hieß Bildersaal deutscher Geschichte, und das waren im Prinzip lauter Stiche zur Erfindung Deutschlands. Deutschland gab es ja als Nationalstaat bis 1871 nicht, und das sollte im Prinzip so von den Germanen bis in die Gegenwart so eine Kontinuität der deutschen Geschichte aufzeigen. Ein sehr patriotisches Buch, aber mit tollen Bildern, mit Rittern und Schlachten. Und das habe ich als Kind sehr geliebt. Das war ganz groß. Das ist mir dann noch so eingepackt worden, dass Sophia das mit Bindfäden umwickelt hat und dann so einen Koffergriff von den Kaufhäusern hatte. Und so bin ich dann mit diesem großen, schweren Buch dann wieder mit dem Zug nach Halle gefahren. Und da haben wir dann die Idee entwickelt, eben zu diesem Buch eine Ausstellung zu machen. Und da das Bildersaal hieß, haben wir dann in Magdeburg auch einen ganz großen Saal, die große Ausstellungshalle, dann in so einem Petersburger Hängung total vollgehangen. Und das war dann im Prinzip so die Initialzündung für so ganz viele geschichtliche Ausstellungen, wo ich dann auch immer wieder eingeladen wurde. Was mir aber auch sehr viel Spaß macht, weil es immer wieder eine Herausforderung. Und man beschäftigt sich mit so einem Thema und man wird ja da auch immer sattelfester. Und insofern habe ich das dann auch hinbekommen, dass ich jetzt zwar Künstler bin, aber im Prinzip mitunter sehr museumsdirektorenhaft arbeiten kann, indem ich so museale Ausstellungen konzipiere mit einem geschichtlichen Thema. Ich aber sehr viel freier bin als der Museumsdirektor, weil ich muss mich nicht um die ganze Administrative kümmern. Moritz Götze gilt heute als einer der wichtigsten deutschen Pop-Art-Künstler und überrascht in seiner schier unerschöpflichen Kreativität und Produktivität immer wieder mit originellen sowie tiefgründigen Bildfindungen. In Anspielung auf Andy Warhols Campbell's Soup Cans finden sich auf Emaillen der Serie German Soup die Konterfeis unterschiedlichster Persönlichkeiten der deutschen Kulturgeschichte, wie etwa Johann Joachim Winckelmann, Julius Schnorr von Carolsfeld oder Heinrich Zille und Heiner Müller. Trotz der meist weitreichenden Bedeutungsebenen sind Götzes Arbeiten dabei nicht etwa unzugänglich und verkopft, sondern sie machen richtig viel Spaß und wecken bei den BetrachterInnen neben der Freude an Farbe und Form vor allem ihre Entdeckerlust. Emaillierte Vögel und Insekten fliegen durch die Ausstellungsräume. Irgendwo sitzt ein roter Mops. Man träumt den Traum der riesigen Tortenstücke und findet sich vielleicht oder wahrscheinlich so oder so in den Bildern wieder. In nahezu jedem Stillleben lassen sich neben den traditionellen Blumensträußen in motivischen Details fragmentarische Reminiszenzen aufstöbern. Malerwerkzeug wie Paletten, Pinsel und ausgedrückte Farbtuben sowie abgebrannte Streichhölzer, Zigarettenschachteln und Bierdosen.
Müll unserer modernen Gesellschaft. Das Haupt Friedrich Nietzsches thront im Besuch in Naumburg emblematisch als Sahnehäubchen auf einem Tortenstück oder blickt in Gemeinschaft mit Thomas Mann sinnierend von einer poppig nostalgisch anmutenden Emaille in Briefmarkenform. Immer wieder auch hinterfragt Götze mit Witz und Selbstironie die eigene Rolle als Künstler. So zum Beispiel im Gemälde Selbst als Dürer, in welchem er sich mit Malutensilien und polyedrischem Kopf ins Bild setzt. Neben anderen typischen Motiven taucht in Götzes Bildwelt wiederkehrend die leere Leinwand auf. Als ewige Herausforderung, Freiheit und Anreiz des Künstlertums. Die vier Leinwandarbeiten mit dem Titel Wozu Bilder nehmen einen besonderen Platz in der Ausstellung ein. Hier offenbart sich eine Art Stille und Zäsur im Schaffen des Künstlers. Zeigen sie doch ein seltenes Innehalten auf. Die Gemälde sind im wahrsten Sinne des Wortes hintergründige Abbilder der Atelierwand des Künstlers, auf welcher durch das häufige Anpinnen und Übermalen unzähliger Bildträger im Laufe der Zeit eine ganz eigene Flächenstruktur entstanden ist. Das Tolle eben an Bildern ist auch, oder das andere im Verhältnis zur Literatur, dass so ein Bild auf den ersten Blick erstmal alles erfasst. Manchmal ist der erste Blick mit alles erfassend auch ausreichend. Manchmal kann man sich da auch mehr vertiefen. Manchmal, wenn man dann das dritte Mal in der Ausstellung ist, dann sieht man auf einmal Sachen in dem Bild, die man, weil man natürlich im Museum bei so vielen Bildern dann auch oberflächlich manchmal nur guckt, entdeckt man dann neue Welten in dem Bild. Beziehungsweise, wenn man dann auf einmal sich auf Details einlässt, entdeckt man auf einmal ganz viel. Und das finde ich so reizvoll. Und ich bin wirklich ein Bilder-Junkie. Also ich müsste gar nicht ein Künstler sein, der Bilder macht. Mir würde das auch schon ausreichen zur Beglückung, wirklich nur in Museen zu gehen und Bilder zu haben. Im Rahmen der Ausstellung hat der Künstler eine ganz besondere Vorzugsgrafik geschaffen. Das Werk mit dem Titel Immer dasselbe zeigt abermals das außerordentliche Interesse an Geschichte, seine Sammelleidenschaft sowie den Sinn für Humor des Künstlers auf. Hervorzuheben ist auch, dass der Künstler anstelle von Blütenköpfen je 5 Inflationsbriefmarken auf dem Bouquet platzierte und somit jede der 20 limitierten Grafiken ein Unikat ist. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Ihnen das Video einen kleinen Einblick in die aktuelle Ausstellung geben konnte. Über einen Besuch von Ihnen in unseren Galerieräumen würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Finito.